Folgen Sie mir bitte in den Tresorraum. Dort befindet sich die Nummerntruhe Ihres geschätzten Schwiegerpapas. Truhe von H.T. Marley, die er vor über 20 Jahren hier deponiert hat. Wow, was für ein erstaunlicher Haufen Müll. Warum hat der alte Marley dieses Gerümpel in einer Bank deponiert? Gouverneur Marley galt als exzentrischer alter Seebär. Wir waren alle erschüttert, als er das Zeitliche segnete. Wie dem auch sei, ich habe noch zu tun. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie hier fertig sind. Dann stehe ich Ihnen selbstverständlich zu Diensten. Sicher, danke. Tja, und ich mache mich auf die Suche nach dem Kaufvertrag für die Gouverneursvilla und dann nichts wie nach Hause zu Elaine. Mal sehen. Darmflasche, Schnuller, Bonbons. Ich suche einen Krogautomaten. Vom herumstöbernden alten Erbstücken bekomme ich immer mächtigen Boden. Sie hätten mich rufen müssen. Es gibt Vorschriften. Niemand darf den Tresorraum ohne Aufsicht verlassen. Das wusste ich nicht. Ich gehe ja schon zurück. Und ich besorge Ihnen ein Wachslippen. Finger weg! Hey, wer bist du? Na, wer wohl? Ich bin Guybrush Threepwood. Bist du nicht? Was macht dich da so sicher? Nun, erstens sieht Guybrush wesentlich besser aus als du. Und zweitens hat der echte Guybrush keinen derart üblen Mundgeruch. In Ordnung, Kumpel. Das reicht jetzt. Finger weg vom Zeug des alten Marley. Und zwar plötzlich. Und jetzt, Mr. Threepwood. Schau dir das letzte Gesicht, das du in deinem Leben siehst, genau an. Die Privatisierung der Bank musste ja Folgen haben. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Escape from Monkey Island. Das Spiel ist leider abgestürzt in der letzten Folge, deswegen dieser abrupte Szenenwechsel. Es tut mir sehr leid und diesmal hat es aber geklappt, deswegen habe ich nochmal die ganze Zwischensequenz. Ja gut. Die ganze Zwischensequenz gestartet und ja, ich würde sagen, wir schauen uns hier in der Bank um und gucken, dass wir rauskommen und machen uns eine schöne Folge mit Monkey Island 4. Momentan macht es sehr viel Spaß. Die Klappe da hinten. Wir wollen hier in Ruhe mal hier die Zuschauer begrüßen. Und ja, wir sind hier in dem Tresorraum gefangen und ja. Schicken Sie die Geiseln raus und ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ich bezweifle, dass das Großvater Marley gehörte. Ja, wir nehmen es trotzdem mit, auch wenn es wahrscheinlich ekelig ist. Puh, das Ding stinkt. Okay, was? Verwende Taschentuch mit Schwamm? Ich muss das nicht abwischen. Komm, nimm mal mit. Ich bin Guybrush. Ein kleiner Verpackungsschwamm. Oh, okay. Dann sind das wahrscheinlich hier größere Verpackungsschwämme. Nein, vergiss den Tresorraum. Gib mir einfach alles andere. Ein großer Verpackungsschwamm. Okay. Und hier nochmal ein Verpackungsschwamm. Ich gebe niemals auf. Mittelgroß. Na, wahrscheinlich ein Rätsel. Ja, und eine Waffe natürlich. In der Regel ist es eine Pistole. So, jetzt müssen wir mal schauen, was gibt's denn hier noch zum Untersuchen? Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Was? Willst du mich veräppeln? Scheint was drin zu sein. Eine Musikbox. Was? Hey, hinter der Musikbox steht ja ein Fläschchen Grog. Eine hübsche kleine Musikbox. Spiel nicht den Helden. Eine Flasche 67er Chateau de Speichel. Ein edler Jahrgangsgrog mit einem unbekümmerten Aroma und einem würzigen Nachgeschmack. Ich glaube, ich muss mir noch eine Cola ins Eisfach tun. Mit leckerem Grog steht da unten und... Naja. Spiel nicht den Helden! Ich bin der König der Welt! Ein leerer Safe. Okay, können wir hier hochgehen eigentlich? Ja, soweit. Also diese Steuerung, die macht mich echt... Die macht mich fertig. Das ist schlimmer als Marble Madness hier. Aha, was sind wir hier? Ich habe sie umzingelt. In die Freiheit. Eine Türangel, in die die Tür eingehängt ist. Ihre Anwälte haben einen Deal ausgehandelt. Die Tür eingehängt ist. Und jetzt lassen Sie alles fallen und kommen Sie raus. Meine Anwälte sind gefeuert. Mit bloßen Händen? Keine Chance.
Ich habe eine Vermutung. Und zwar, wir können... Ach, jetzt haben wir einen kleinen... Also klein, mittel, groß gibt wahrscheinlich groß. So, also, benutzen wir das. Keine Bewegung! Das ist ein Überfall! Fangen wir von oben an mit oberer Angel. Dazu braucht man keinen Schwamm. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht den Schwamm da reinsteckt, mit Grog benetzt. Okay. Tja. Dann schauen wir uns noch mal an, was noch drin ist. Ist das überhaupt ein tolles Schwert? Ein altes, kaputtes Schwert. Eine hübsche kleine Musikbox. Eine Flasche 67er Chateau de Speichel. Speichel, halt mich schon, Speichel. Ich bin der König der Welt! Sie hätte beschwören können, dass es damit geht. Also, dass sich dieser Schwamm quasi so ausbreitet und dann quasi das wegbricht. Okay, was haben wir denn noch hier? Die Tür? Wenn ich sie öffnen könnte, wäre ich nicht mehr länger gefangen. Ja, das weiß ich. Das schaffst du nicht, okay. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Achso, mit bloßen Händen, ja, dann. Da ist es. Pling! Das hat mir nicht weitergeholfen. Schade. Ich habe die Türangel abgebrochen. Tja, und das Schwert auch. Schade. Das hat mir nicht weitergeholfen. Ich bin der König der Welt! Schicken Sie die Geiseln raus und ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Niemals! Niemand verlässt den Raum, bis ich die Beute eingesackt und einen sicheren Fluchtweg gefunden habe. Ach, das nervt aber jetzt langsam. Spalt? Zwischen der Tür und dem Türrahmen ist ein kleiner Spalt. Ach so, okay. Ich gebe niemals auf! Dann versuchen wir jetzt mal... Warte mal, nimm mal den großen. Viel zu schmal. Viel zu schmal. Okay, den kleinen. Viel zu schmal. Viel zu schmal? Ich gebe niemals auf! Okay. Dazu braucht man keinen Schwamm. Ach, das ist so schmal. Oder was ist so schmal? Der Schwamm oder die? Warte mal. So, benutzen wir das mal mit dem... Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ja, war ein Versuch wert. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich habe sie umzingelt. Mit dem Schwert bekomme ich den Spalt etwas größer. Ja, ist klar. Na gut. Jetzt versuchen wir es nochmal. Das mit... Ah, ich wollte... Ach, Quatsch. Das... Machen wir erstmal das Große. Ich weiß nicht, ob das... Spiel dich den Helden. ...eine Reihenfolge hat. Und zwar mit... ...dem Schwert. Ihr kriegt mich nicht, Bullen. Ich bin Guybrush Threepwood. Ach, nerv nicht rum. Ich bin Guybrush Threepwood. Und da ist noch eins. Jetzt das, was ich ursprünglich vorhatte mit dem Grog. Ich bin der König der Welt! Ich bin frei! Bis dann, Kumpels! Und vergesst nicht, ihr wurdet eben von Guybrush Threepwood ausgeraubt. Hey, wo ist der hin? Hey, was ist denn hier los? Schnappt ihn euch! Sie sind verhaftet, Mr. Threepwood. Richtig, in den Kerker mit ihm. Was ist los hier? Nun zu uns. Hat Ihnen Ihre Mutter nicht gesagt, dass Bankraub illegal ist? Ich war es nicht. Es war dieser nasenlose Bandit. Na klar, der nasenlose Bandit. Oder war es vielleicht der Kerl, den wir auf frischer Tat ertappt haben? Sie
Allerdings haben wir bisher die Beute nicht gefunden. Sie finden sie vermutlich beim echten Räuber. Also lassen Sie mich gehen und suchen Sie den wahren Dieb. Ich bin kein Detektiv. Wenn Sie Ihre Unschuld beweisen möchten, brauche ich drei Dinge. Okay, was? Erstens, den Täter. Zweitens, einen Beweis, dass er am Tatort war. Und drittens, einen Beweis, dass er das Verbrechen begangen hat. Wäre eine Bestechung nicht für alle Seiten einfacher? Das habe ich überhört, Threepwood. Hier in der Gegend befolgen wir die Gesetze. Nun, da es Ihr erstes Vergehen war, stelle ich Sie unter Hausarrest. Ich darf nach Hause zurück und mit Timmy spielen? Mit Timmy. Nein, Sie bleiben auf Lucre Island. Sie dürfen die Insel bis zum Beweis Ihrer Unschuld nicht verlassen. Um Ihre illegale Ausreise zu verhindern, habe ich Ihnen die Voodoo-Fußfessel des extremen Unbehagens angelegt. Apropos, das Teil ist wirklich unbequem. Könnten Sie es etwas lockern? Tja, das ist der Sinn der Übung. Sie wird erst richtig unangenehm, wenn Sie versuchen, die Insel zu verlassen. Na, wenigstens sitze ich nicht im Knast. Also wie Otis da hinten, ne? Der schafft es auch immer wieder in den Knast zu kommen. Ist ja echt Wahnsinn. Hey, ich sollte Mitok holen. Ihm würde es hier sicher gefallen. Der ist schon da. Inspektor? Ja? Ba-ba-da-ba-da-ba-ba. Ich bin unschuldig. Dieser nasenlose Pirat hat die Bank ausgeraubt. Wer? Pegnose Pete? Hören Sie. Wenn ich immer einen Affen bekäme, wenn irgendein Halsabschneider versucht, seine Untaten Pegnose Pete in die Schuhe zu schieben, hätte ich bald genug Affen, um eine Fortsetzung des Dschungelbuchs zu drehen. Soll das heißen, Sie glauben mir nicht? Bingo. Pegnose Pete? So ein komischer. Warum glauben Sie nicht, dass Pegnose Pete die Bank ausgeraubt hat? Weil das einfach nicht der Stil von Pegnose ist, Mr. Threepwood. Wenn Pegnose die Bank ausgeraubt hätte, wäre er im Schutz der Dunkelheit aufgetaucht. Hätte den Tresorraum mit raffinierten Gewichten und Flaschenzügen geöffnet und wäre dann mit der Beute spurlos verschwunden. Pegnose Pete würde niemals bei hellichtem Tageslicht in eine Bank spazieren und wie ein ordinärer Strauchdieb mit einer Pistole wählen. Also es ist nicht der Stil, aha, so. Nur für die Akten, wie könnte ich meine Unschuld beweisen? Nun, da Sie kein Alibi haben, müssten Sie den wahren Täter überführen. Großartig, und wie soll ich das machen? Warum ich? Mir fallen spontan drei Dinge ein. A, finden Sie Beweise, die den sogenannten wahren Täter mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Zweitens, finden Sie die gestohlene Beute. Und Z, überführen Sie den wahren Täter und bringen Sie ihn vor Gericht. Ein Kinderspiel für einen Piraten mit analytischem Verstand. Wie mich. Ich reserviere Ihnen eine Zelle. Ja, vielen Dank, aber bitte mit Frühstück. Könnten Sie mir diese Voodoo-Fessel abnehmen? Ich muss wirklich zurück zu meiner Frau. Tut mir leid. Sie bleiben bis zur Verhandlung auf dieser Insel. Es sei denn, Sie beweisen vorher Ihre Unschuld. Und draußen gibt's nur Kännchen, ne? Ja, wann ist die Verhandlung? Mann, dieser Voodoo-Fußring ist wirklich unbequem. Mann, dieser Voodoo-Fußring ist wirklich unbequem. Deshalb heißt er ja auch Voodoo-Fußfessel des extremen Unbehagens. Wann ist die Verhandlung? Sobald der Richter wieder hier ist. Toll. Wann wird das sein? Ich schätze, in ein paar Wochen, wenn er seine Kreuzfahrt beendet hat. Ein paar Wochen? Ich muss zurück nach Melee Island heute. Tja. Ich schätze, das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie die Bank ausgeraubt haben. Aber ich bin unschuldig. Erzählen Sie das dem Richter. Ja, hätte ich ja gerne, aber der ist ja gerade auf Kreuzfahrt. Ich verstehe es nicht. Haben die nur einen Richter hier auf der Insel? Und außerdem, Kollege, hier, warum muss ich da meine Unschuld beweisen? Ach Mann. Wie laufen die Ermittlungen? Welche Ermittlungen? Sie wurden auf frischer Tat ertappt. Ich warte nur auf den Richter. Oh. Was? Sie rühren keinen Finger, um mir zu helfen, was? Bingo. Aber wo bleibt die Gerechtigkeit? Haben Sie noch nie gehört, dass Justitia blind ist? Und ganz offensichtlich verdammt faul. Schluss jetzt. Das ist nicht schlecht. Den Spruch muss ich mir merken. Okay. Sie rühren keinen Finger, um mir zu helfen, was? Bingo. Aber wo haben Sie... Und ganz offen... Schluss jetzt. Naja, hab ich verklickt. Wie kann ich gleich wieder meine Unschuld beweisen? Ja. Wo finde ich Pegnose Pete? Wenn ich das wüsste, säße er längst im Knast. Weil er mir den Bankraub in die Schuhe schieben will? Nein, weil er für etwa 300 andere Verbrechen auf Lucre Island verantwortlich ist. 300 Verbrechen?
Wow. Boah, nicht schlecht. Warum glaubt... Weil das einfach nicht... Nicht der Stil, genau. Das... Tja, ich gehe dann mal und beweise meine Unschuld. Machen Sie keinen Ärger. Ich? Das ist Inspektor Canard. Canard. Frechheit. Gut zu wissen, dass die kriminellen Elemente auf Lucre Island nicht aussterben. Ölig. Damit schmieren sie wohl die Stacheln der eisernen Jungfrau, damit sie sich sanft ins Fleisch bohren. Oh, hör auf. Hm. Immerhin. Eine eiserne Jungfrau, ausgezeichnet. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Eine eiserne Jungfrau, ich weiß auch nicht. So, jetzt möchte ich mal wissen, warum Kollege Otis mal wieder im Knast ist. Mann, das ist ein männlicher Pirat. Hä? Das ist ein Pirat? Na gut. Man könnte das Schild eigentlich da mal sich angucken. Nee, geht nicht, ne? Schade. Es geht ja rückwärts. Ich verstehe die Steuerung nicht.